Donnerstag besuchten wir Michael Rummenigge auf dem Sportplatz. Die Fußballsaison ist eröffnet. Und da sind wir mit der Fußballschule, wie jedes Jahr, hier am Flugplatz. Und haben von Montag bis Freitag unser Camp aufgeschlagen. Heute ist ein bisschen kühler, aber die letzten Tage war es erstaunlich warm. Aber das ist ja auf Sylt wurscht. Das Wetter spielt keine Rolle. Wir haben die Kinder hier insgesamt 30 Stück an der Zahl. Professionelle Trainingsbedingungen für die Kinder. Ein erfahrenes Trainerteam mit Michael Rummenigge, Andreas Lichtner und Roland Thiel machen den Erfolg der Fußballschule aus. Ab welchem Alter können die Kids mitmachen bei euch? Ja, wir fangen an mit 6 Jahren. Im Hintergrund sieht man das, sind viele Kleine auch dabei. Das geht hoch bis 14. Und die meisten Zielgruppe haben wir zwischen 8 und 12 Jahren, die bei uns mit dabei sind. Ja, also wir sind da gut aufgestellt. Kleine Gruppen, 13 bis 16 Kinder, ein Trainer. Alles Technikschulung, die wir hier machen. Alles mit Ball, mit unserem Soccer Funpark, wie man hier sieht, mit dem Soccer Kit, wo die große Gruppe gerade drin ist. Und ich glaube, die Kinder haben viel Spaß an dem, was wir mit ihnen machen. Niklas, der beim SC Norddörfer spielt, hatte bei unserer Sylt-TV-Verlosung einen Teilnahmeplatz ergattert und freute sich riesig. Warum wolltest du unbedingt bei Rummeniges Fußballschule mitmachen? Weil Fußball halt so ähnlich wie mein Leben ist. Also ja, ich spiele halt gerne Fußball und halt ich gehe halt fast jeden Tag auf den Fußballplatz im Sommer mit meinen Freunden und ja. Ab dem 7. Juli ist die Fußballschule Rummenigge wieder auf Sylt und das für 7 Wochen und damit für 7 Camps. Am 13. Juli findet dann das Fußball-Weltmeisterschaftsendspiel in Brasilien statt. Die kleinen Fußballfans hoffen natürlich auf einen deutschen WM-Titel und haben schon mal das richtige Jubeln geübt. So, und Sieger bei der Mini-WM 2014 auf Sylt, Deutschland, Jungs. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt euch verdient. Yeah!